Okay, hi, ho und willkommen zu meinem Video. Ja, also, ich wollte euch erzählen, was mit meinem Teppich jetzt los ist. Also, wir hatten einen Raumausstatter da, der hat mir Teppiche gezeigt. Ich habe mir zwei ausgesucht und habe diese beiden Teppiche, einen der teurer ist und einen der günstiger ist, habe ich mir jeweils ein Angebot machen lassen, so wie für eine Vorhangstange. Ja. Und dann kam das Angebot bei mir an. Und also mein Budget war ungefähr 1000. Mehr hätte ich nicht gehabt, weil ist einfach so. Und ja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich dass dann das Angebot ankam und meine Eltern hätten dann noch ein bisschen, also meine Eltern wollten dann auch noch mitzahlen und so. Und ja, und dann war dann war dann die Tatsache halt, dass ich dann überlegt habe. Und dann kam das Angebot. Und dann war das Angebot bei 1600 für den teureren und 1300 für den günstigeren Teppich. Und meine Mama und mein Dad haben dann gesagt, okay, wir würden das schon drauflegen, kein Problem und so weiter. Und dann hab ich so überlegt. Und dann bin ich mal durch das Zimmer gegangen und dann habe ich meine Oma angerufen und habe bei meiner Oma gesagt, das ist ein mega gutes Angebot, das Angebot ist fair, das ist echt super. Und ich weiß ja nicht, aber ich glaube, ich würde schon gerne machen und so und überhaupt und sowieso. Und dann hat meine Oma was gesagt. Ein Satz. Und dieser Satz, der ist mir den ganzen restlichen Tag durch den Kopf gegangen, weil sie recht hatte. Und zwar hat sie gesagt, möchtest du wirklich einen Teppich für fast 2000 € haben, in Anbetracht der Tatsache, dass da ja dein Hase die ganze Zeit drüber rennt. Und dann habe ich, also so rein vom Prinzip, wenn Leo drüber rennt über den Teppich, ist das ja kein Problem, alles gut. Aber Leo hat halt auch leider gern mal ein bisschen Durchfall. Und wenn er dann über diesen teuren Teppich da sein Geschäft drauf macht. Und dann ist bei mir im Kopf das Grübeln losgegangen. Da habe ich gegrübelt und gegrübelt und habe überlegt, ob ich das wirklich will, ob das wirklich mein Ding ist. Und dann habe ich halt also irgendwann so gegen so 16:30 Uhr oder so, habe ich zu meiner Mom gesagt, Mom, ich weiß nicht, Mom, ich bin unsicher. Und dann haben meine Mutter und ich nochmal geredet und dann sind wir zu einem anderen Teppichladen noch gegangen, weil der hat ja Auslegware und der sollte doch vielleicht ein bisschen günstiger sein. Und dann haben wir bei dem, also da gab es Vorhangstangen und so, haben wir gar nicht geguckt. Das haben wir jetzt erstmal, hab ich erstmal dann nach hinten gelegt, kopftechnisch. Und da habe ich bei dem mal so zwei, drei Teppiche ausgesucht. Da haben wir da uns ein Angebot machen lassen, was das kosten würde, der Quadratmeter und so. Und dann sind wir nach Hause gegangen. Und dann haben wir zu Hause haben wir das Angebot mal durchgerechnet. Und das war dann marginal weniger. Also hätten wir glaube ich, 1200 gezahlt für den teuersten Teppich. Was dann natürlich schon viel weniger ist, aber da wäre wieder. Also den hätten wir dann. Das wäre dann wirklich bloß so, wir schmeißen den Teppich schnell rein gewesen. Und das wäre viel weniger Teppich gewesen. Also das war oft Ding gesehen, war das auch völlig übertrieben. Und es war trotzdem über diesen 1000 und das war so diese Schmerzgrenze, die ich für mich hatte, weil ich mir gedacht habe, ein 1000-Euro-Teppich ist ja schon teuer genug. Und dann ist mir bewusst geworden, eigentlich will ich das gar nicht, weil wenn ich da, weil ich traue mich, die Wand nicht anzufassen, weil die so unglaublich wertvoll ist, weil da so Insulation und so weiter drin ist. Und ich zick wirklich jeden und alles an, wenn dann nur so jemand ein bisschen an die Wand rankommt, werde ich schon zum Furie. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich jedes Mal, wenn da nur so ein bisschen Dreck auf dem Teppich wäre, auch das und jedes Mal so durchdrehen würde. Nee, das wäre mir zu stressig. Also ich sag's, wie es ist. Da bin ich dann tatsächlich an einen Punkt gekommen, wo ich mir gesagt habe, jetzt reicht's mir. Und dann habe ich auf jeden Fall, bin ich bei meiner Mama gewesen und ich habe geheult wie ein Schlosshund bei dem Gedanken, diesen teuren Teppich zu kaufen.
Ich habe zu meiner Mama gesagt, ich kann das nicht. Ich will ein Zimmer, nicht nur ein Zimmer, wo ich drin, wo schöner Wohnen drin ist, sondern ich will ein Zimmer zum drin Leben haben. Und es geht nicht, wenn ich so einen teuren Teppich da drin liegen habe, dann kann ich das nicht. Und es geht nicht. Und ja, und dann bin ich, also da ist wirklich dann bei mir eine Menge runtergebrochen, was die letzten Monate. Und ich habe auch meine Mom, also meine Mom habe ich dann auch gesagt, ob sie jetzt nicht ein bisschen die Führung übernimmt, weil ich einfach nicht mehr denken konnte. Bei mir war Schicht im Schacht. Also ich war wirklich an meinem Tiefpunkt angekommen. Der Gedanke, nur noch einmal eine Kiste von rechts nach links zu schieben, der Gedanke, nur noch einmal das und das zu tun, es war alles zu viel. Es war mir einfach alles zu viel. Und ja, und dann habe ich, das habe ich dann auch meiner Mom so gesagt und habe gesagt, ich kann nicht mehr. Und dann hat meine Mom gesagt, okay, sie übernimmt jetzt diese, ich soll sagen, wo was hin soll, sie übernimmt dann die Arbeit, die körperliche, und dann schieben wir das Zeug dahin, wo wir das wollen. Und der Teppich, den machen wir nicht, weil beim Teppich hätten wir alles rausräumen müssen, was da drin ist. Und wenn ich jetzt, nachdem schon viel weg ist, schon überlegen müsste, das alles, was jetzt noch da steht, irgendwo unterbringen hätten zu müssen, krieg ich noch mal im Nachhinein einen halben Nervenzusammenbruch. Oh Gott, das wäre viel zu viel gewesen. Und ja, und dann habe ich auf jeden Fall, war es dann für mich so, dass ich dann das halt einfach mich entschieden habe. Nein, ich möchte das nicht. Ich möchte jetzt einfach einen normalen Teppich. Und ja. Und dann habe ich jetzt die letzten Tage erstmal geguckt, was es so gibt, habe dann Preise verglichen, habe alles und so weiter. Dann hat meine Mama auch mehrere Teppiche gezeigt und wir haben dann auch oft so diese Momente gehabt, wo wir gedacht haben, okay, ja, doch, der ist ganz hübsch und so. Und aber ja, ich habe mich auch bewusst entschieden, ich möchte jetzt noch nichts machen, weil ich eben noch nicht so weit war, weil ich erstmal noch gucken wollte. Und meine Mom hat auch gesagt, guck noch, kauf noch nichts, bevor du nicht sicher auf jeden Fall weißt, wie breit wird dein Regal, wie breit ist der Einbauschrank. Es kann ja sein, dass er alles noch ein bisschen mehr Platz braucht. Und ja. Und dann, als es dann soweit war, habe ich dann gemessen, habe dann die Maße gehabt und habe dann jetzt die letzten 2, 3 Tage nochmal geguckt. Und ja, und dann habe ich jetzt einen Teppich gefunden. Ich habe jetzt den Black Friday noch genutzt und habe anstelle von knapp 65 für meinen Teppich jetzt circa, also ich habe jetzt, also sind 2 Teppiche für A. Circa 3, also 25 oder 28 irgendwas. Auf jeden Fall habe ich dann noch ein Restguthaben bei Amazon gehabt, wo ich es gekauft habe. Und habe dann noch, glaube ich, zahle ich jetzt von der Kreditkarte 4 € und ja, das finde ich ist jetzt echt, da habe ich einen echt guten Preis für einen Teppich. Und da habe ich jetzt auch Teppiche, mit denen ich auch als Mensch leben kann, im Sinne von, ich kann dann mich dann auch darauf bewegen. Weil ich keine Angst haben muss, dass ich dann einen übermäßig teuren Teppich ruiniere. Und ja, damit fühle ich mich jetzt echt wohl. Und nachher werde ich dann mal meiner Mom die Teppiche zeigen und mal schauen, was sie dazu sagt. Aber was mir auf jeden Fall sehr gut gefallen hat, ist, dass es Teppiche sind, die in Deutschland gefertigt werden. Weil ich hatte da auch schon andere Erlebnisse. Und das erzähle ich euch jetzt in dem nächsten Video, nämlich meine größten 3 Fehlkäufe bei diesem Zimmerprojekt. Da habe ich nämlich auch schon welche. Ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr sowas auch schon mal erlebt habt oder wie es euch dabei geht. Also in einem der nächsten Videos. Ich habe nämlich noch andere Themen. Ich habe euch so viel zu erzählen jetzt. Und ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an diebell.read@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.